Live aus dem Main-Tower-Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Jawohl, ihr Start ins Wochenende. Willkommen hier oben bei mir im Main-Tower. Sehr schön, Sie da zu haben. Und das bewegt Hessen heute. Er hat sein Opfer nicht nur einmal überrollt, auch nicht nur zweimal. Ahmed Ü hat seine Ex-Freundin Vanessa aus Mainz-Kastel dreimal überfahren, mindestens. Die 22-Jährige hatte keine Chance. Weil sie ihn nicht mehr wollte, ist er offenbar durchgedreht. Heute vor Gericht traf Vanessas Mutter nun auf den jungen Mann, der ihr die Tochter nahm, und musste ein Urteil hören, das sie wohl weder verstehen noch verkraften können wird. Es ist eine dieser Geschichten, bei denen der allererste Gedanke ist, haben die möglichen Brandstifter eigentlich damit gerechnet, dass jemand sterben könnte? In Gelnhausen, da brannte es gestern Nacht in einem Haus. Und nur zufällig wurde dieses Feuer entdeckt und nur ganz zufällig konnten sich die Bewohner dann auch noch retten. Antonio Mezzotero, ein junger Familienvater, ist einer von ihnen und emotional ganz schön durchgeschüttelt. Ein Unfall mit Todesfolge auf der A7. Was da genau passiert ist, das ist eine der Meldungen in den Main-Tower-Nachrichten jetzt von Michael Rotemund. Normalerweise, da müssen Hunde ja oft draußen bleiben. In Hanau gibt es jetzt einen Ort, da ist es ganz genau umgekehrt. Wir hören ja viel über Brustkrebs, über Lungenkrebs, auch Leukämie, aber Mundhöhlenkrebs, der gehört gefühlt eher zu den exotischen Krebsarten. Das ist heutzutage allerdings ein völlig falsches Gefühl, denn Mundhöhlenkrebs ist ziemlich dramatisch auf dem Vormarsch. Ganz besonders heikel, er ist schwer zu erkennen. Sadik Bošnjaković hätte seine Symptome jedenfalls niemals für Krebs gehalten. Wir drücken ihm auf jeden Fall von Herzen die Daumen. Ja, am schönsten sind ja die Restaurants und die Cafés, die zur Kategorie erfüllter Lebenstraum gehören. Das Apfelkern und Kolibri in Bad Homburg. Das ist so ein Ort. Da steckt Liebe in der Deko, Liebe im Service, Liebe im Essen. Und raten Sie mal, was zwischen den beiden Betreibern los ist. Ganz genau. Hier ist ein sehr liebevoller Main-Tower-Geheimtipp. Jawohl, alles zu diesem Geheimtipp finden Sie auch auf unserer Internetseite. Er ist ein Exot, ein Star in seinem Bereich. Er tritt in den großen Metropolen der Welt auf und trotzdem Oswald Musilski, der Countertenor, hat sich ein beschauliches hessisches Fleckchen als Heimat ausgesucht, mitten in der Schwalm. Uns hat er hier empfangen, wir durften seiner unglaublichen Stimme lauschen und uns seine Wahlheimat genauer ansehen. Wahnsinnsstimme. Ja, als Nicht-Hundebesitzer, da werden Sie die kommende Idee wahrscheinlich bestenfalls belächeln. Als Hundebesitzerin kann ich Ihnen allerdings sagen, das ist großartig. Das Aquabello in Hanau ist das wohl erste wirkliche Hundehallenbad in Hessen. Und was sich erstmal ein bisschen spinnert anhört, das macht Zwei- und Vierbeinern Freude und durchaus Sinn. Damit rauf auf das Main-Tower-Dach zu meinem Kollegen Thomas Ranft. Thomas, seit so ein paar Stunden sieht der Himmel über Frankfurt nicht mehr ganz so fröhlich aus wie den Rest des Tages oder den Anfang des Tages. Wie geht das weiter Richtung Wochenende? Ja, durch. Sehr schön, vielen Dank, Thomas. Das war Main-Tower für heute. Jetzt kommt Brisant. Die nächsten Nachrichten aus Hessen gibt es um 19.30 Uhr bei den Kollegen von der Hessenschau. Ich möchte Sie auch an Ihrem Wochenende wiedersehen. Morgen um 18 Uhr zu Main-Tower Weekend hier oben im Main-Tower. Ihnen einen sehr schönen Start ins Wochenende und bis dahin. Tschüss.